Der Porsche Cayman GT4 ist da. Fiat ergänzt seine 500er Familie durch einen kleinen SUV. Die Zukunft zeigt sich in Genf und McLaren und Alain Prost werden geehrt. Porsche verstärkt seinen kleinen Cayman Roadster. Die gepimpte GT4-Version erlebt in Genf seine Premiere. Die äußere Erscheinung ist sehr aggressiv, massive Luftzufuhr an der Frontseite, ein fixer Spoiler und ein zentraler Auspuff. Noch machtvoller als der GTS trieft der Cayman GT4 vor Sportlichkeit. Von der Beschleunigung und der Höchstgeschwindigkeit ist es das Wildeste, das wir haben. Aber wichtiger ist das Handling des Autos. Man kann die ganze Kraft kontrollieren. Das macht Freude am Fahren. Really good, very nice in handling and driving pleasure. Der berühmte Six Flag 3,8 Liter Motor zeigt sich zum ersten Mal in einem Cayman. Er fährt von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 295 km/h. Der Cayman GT4 hat alles, wofür Porsche GT bekannt ist. Wir haben das Alcantar-Leder und ein dünnes Lenkrad. Wir haben keine Schaltung im Inneren, da es ein sehr sportliches manuelles Sechsganggetriebe ist. Really sporty car. Der Mini 911er erscheint im Frühling und hat einen stolzen Preis von 88.000 Euro. Der kleine Fiat 500 hat sich Muskeln antrainiert. Nach dem 500C zeigt Fiat hier in Genf den 500X. Er trägt den Geist des Kultautos Fiat 500 in sich, aber als urbanen Crossover. Doppelte runde Frontscheinwerfer, eine verchromte Schnauze und ein gebogenes Dach, der 500er ist klar zu erkennen. Wir nennen dieses Auto gerne unseren neuen Fiat Crossover, weil wir glauben, dass dieses Modell nicht nur für Kunden attraktiv ist, die einen kleinen SUV möchten, sondern es kommt auch bei jenen gut an, die einen Kompaktwagen suchen. Und das Spiel hat sich ausgezahlt. Der 500X kann sogar eine Kleinfamilie transportieren, auch wenn der Kofferraum kleiner als beim Captur ist. Erhältlich in zwei Versionen als Cross oder als Cross Plus, optional mit automatischem Getriebe. Das Lenkrad ist im Cinquecento-Stil. Es ist sehr ähnlich wie das, welches wir jetzt im Cinquecento haben. Man sieht, dass die Fahrposition sehr hoch vom Fahruntergrund ist und es gibt ihnen ein sicheres Gefühl, weil man alles um sich herum sieht. Der Motor kommt auf 110 bis 140 PS. Das hängt davon ab, ob man die allgemeine oder die Premium-Kategorie wählt. Der Preis liegt zwischen 16.000 und 30.000 Euro. Eine Zukunftsvision. Die Concept Cars geben einen Einblick in die Zukunft des Autofahrens. Zwei Konzepte wurden bei Peugeot vorgestellt. Der Exlar aus unbehandeltem Stahl und der Quartz, der SUV-Hybrid mit 500 PS. Ja, mit dem Peugeot Quartz zeigen wir unsere Zukunftsvision des zukünftigen Peugeot Crossovers. Wir haben hier nachhaltige Materialien im Interieur, Basaltgestein, wunderschön meliertes Leder, Newspaper Wood, das sind gepresste Zeitungen, die zu einem sehr nachhaltigen Material wiederverarbeitet und somit wiederverwendet werden können. Und Volkswagen präsentiert sein Viertüren-Coupe-Konzept, der Plug-in-Hybrid in der GTE-Version. Das ist eine Kombination des Benzinmotors, des TSI-Motors mit hier in diesem Fall zwei Elektromotoren zusätzlich zur Unterstützung der Systemleistung. Das Fahrzeug kann 50 Kilometer rein elektrisch fahren. Und das Sportspace-Konzept von Kia gibt eine Vorschau auf das Kombimodell ihres zukünftigen Optima Saloon. Die legendären Autos zeigen sich auf 1000 Quadratmetern in der Halle 3 des Salons. Der Schweizer Uhrmacher Tag Heuer feiert seine Liebe zu Autorennen, Ausdauerrennen, Rallye Formel 1 und Formel E. Und wären wir nicht hier in Genf, während die ganze Autowelt hier ausstellt, dann wäre das ein Riesenfehler. Weil wir sind Teil der Autowelt, also wo diese Welt ausstellt, da muss auch Tag Heuer sein.
2015 feiert TAG heuer 30 Jahre Partnerschaft mit McLaren. Während sie an diesem Modell vorbeigehen, erinnern sich die Fans an die Rivalität zwischen Prost und Senna, Teamkollegen im britischen Rennstall in den 80er Jahren. Alain Prost, vierfacher Weltmeister, kam, um seinem ehemaligen Sponsoren Hallo zu sagen. Die Reinheit des Autos aus dieser Zeit, jedes Mal, wenn ich an ihn vorbeigehe, dann denke ich, es ist unglaublich. Es ist echte Schönheit und Reinheit. Es ist eine Erinnerung an Ayrton und die Zeit, die wir damals erlebt haben, die ziemlich unglaublich war. Es ist eine Ausstellung zum Verweilen. Welches ist dein Lieblingsauto am Salon? Geh auf unsere Facebook-Seite facebook.com/autosalongenf. Einfach auf Fotos klicken und das Album, für welche Weltpremiere schlägt dein Herz, auswählen und voten.